als sich vor 5 Jahren führende Köpfe der nationalsozialistischen Partei diese Verbrechen schuldig machten, wurden sie erschaffen, wenn andere Personen des öffentlichen oder privaten Lebens oder auch Priester die gleichen Delikte begehen, werden sie nach dem Gesetz mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft. Es ist auch noch nie ein Wort darüber in unserer Presse erschienen. Im Übrigen hat dieser Staat nur einmal in die innere Ordnung der Kirchen eingegriffen, nämlich als ich selbst es versuchte, 1933 die ohnmächtig zersplitterten protestantischen Landeskirchen in Deutschland zu einer großen und machtvollen evangelischen Reichskirche zusammenzufassen. Dies scheiterte am Widerstand einzelner Landesbischöfe. Damit ist dieser Versuch auch aufgegeben worden, denn es ist ja letzten Endes nicht unsere Aufgabe, die Evangelische mit Gewalt gegen ihre eigenen Träger zu verteidigen oder gar zu stärken. Wenn nun das Ausland und in Sonderheit gewisse demokratische Staatsmänner so sehr für einzelne deutsche Priester eintreten, dann kann dies nur einen politischen Grund besitzen. Denn diese selben Staatsmänner liegen still, als in Russland Hunderttausende abgemetzelt oder verbrannt worden waren. Sie schwiegen still, als in Spanien 10.000 von Priestern und Nonnen in fieserster Weise abgeschlachtet oder bei lebendem Leib dem Feuer übergeben wurden. Sie konnten und können diese Tatsachen nicht bestreiten. Aber sie schwiegen und schweigen still. Während, ich muss sich den demokratischen Staatsmännern vorhalten, auf diese Metzeleien hin sich zahlreiche nationalsozialistische und faschistische Freiwillige dem General Franco zur Verfügung stellten, um eine weitere Ausdehnung dieses bolschewistischen Blutrausches über Europa und damit über den Großteil der gesitterten Menschheit verhindern zu helfen. Denn die Sorge um die europäische Kultur und um die wirkliche Zivilisation war es, die Deutschland Partei ergreifen ließ in diesem Kampf des nationalen Spaniens gegen seine bolschewistischen Zerstörer. Es ist ein trauriges Zeichen für die Mentalität in verschiedenen Ländern, dass man sich dort ein Handeln aus so uneigennützigen Beweggründen überhaupt nicht vorstellen kann. Allein das nationalsozialistische Deutschland hat an der Erhebung des Generals Franco nur aus dem heißen Wunsch heraus teilgenommen, dass es ihm gelingen möge, sein Land vor einer Gefahr zu erretten, der Deutschland selbst einmal beinahe erlegen wäre. Die Sympathie oder das Mitleid für verfolgte Gottesdiener kann es also nicht sein, was das Interesse der demokratischen Staatsbürger an einzelne in Deutschland mit dem Gesetz in Konflikt geratene Priester mobilisiert, sondern es ist das Interesse am deutschen Staatsfeind. Hier aber mag man eins zur Kenntnis nehmen. Den deutschen Priester als Diener Gottes werden wir beschützen. Den Priester als politischen Feind des Deutschen Reiches werden wir vernichten.